Nö, geben wir den einfach mal unsere Anführerin Talisa. Ja, Hieb minus 6. Gegenüber Hieb minus wie viel? Hieb minus 3. Hm. Du müsstest auch Hieb minus 3 haben, oder? Jo. Man kriegt den mal Khalid. Obwohl, nee. Khalid hat eine Rüstungsklasse sowieso weniger. Wegen einem Geschick mehr. Deswegen. Ja, o allgegenwärtige Autoritätsperson. So, du heilst nochmal sie. Ihr habt gerufen. Du sprichst Schutz auf Versteinerung auf sie. Ihr braucht meine Hilfe? Ihr habt eine Aufgabe? Du heilst Khalid, wenn man einfach aus dem Weg geht. Regen oder Sonnenschein, ich genieße es, im Freien zu sein. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. So, und sie geht dann schon mal weiter vor. Nach weiteren Basilisken gucken. Und ja, die gehörten wirklich vermöbelt, diese vorlauten Typen. Ich hätte eigentlich auch die hochnäsigen Jäger vermöbeln sollen. Die Was wollt ihr? Nichts leichter als Ach, ein Gnoll-Elite. Oder ein Gnoll-Töter. Mehrere Gnolltöter. Schreibt mal auf nicht ganz so gute Munition um. Was wollt ihr? Ich verschwinde jetzt. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Ja, jetzt läuft er weg. Ja? Ja? Mich kümmert, denn ich verschwinde jetzt. Das können wir aber gerade noch gebrauchen, dass der jetzt in irgendwelche Basilisken reinläuft. Also lassen wir ihn mal kurz in Ruhe. Füllen dann kurz seine Kameraden aus und gehen dann geordnet weiter. Wir werden ja wahrscheinlich gleich nochmal auf ihn treffen. Oh, wir sind schon wieder am Kartenrand. So, der ist auch hinten hinüber. Geschichte. Unseren Ruf hat das ja nichts geschadet, die komische Pseudo-Abenteuer-Truppe da zu töten. Sie war nicht gerade schwach, aber sie war auch nicht super, super heftig. So, gehen wir nach da oben. Und ihr seht wirklich, diese Steppe ist gewaltig groß. Aber jetzt kommen wir in einen Wald. Wald ist wieder gut. Man kann es ja mal versuchen. Was wollt ihr? Gut. Oh, wobei im Wald Schwarzbären leben. Ihr braucht meine Hilfe? Ich tue mein Bestes. Da lang. Nichts leichter als das. Also ich glaube, hier im Wald könnte es auch noch mal garstig werden. Wie viel brauchst du jetzt noch? 3300. Man kann es ja mal versuchen. Bis zu deinem letzten Level ab als Nichts Krieger. Leichter als das. Genau, hier wird's unschön. Man kann es ja mal versuchen. Hier im Wald sind nämlich versteinerte Leute. Und die sind, glaube ich, schon so lange versteinert, dass ihnen Sachen weggebrochen, bröckelt sind. Geeignet. Hier folgt mal auf sicherem Abstand. Ach, wieder Gnolle. Schon wieder Gnolltöter sogar. Ein Glück? Ja, euer Leben liegt in meiner Hand. Vor allem ein Glück, der uns nicht angreift. Was wollt ihr?
mit dir. Was, denn ich verschwinde jetzt. Was bist du denn für einer? Unter meiner Würde. Korax. Warte, ich nicht. Warte, nicht kämpfen, Korax heißen Freund. Ihr seid zwar kein Freund, aber da ihr ein entsprechender Ghoul seid und wir sprechende Ghoule nur selten zu Gesicht kriegen, lassen wir euch leben. Und jetzt macht, dass ihr wegkommt. Ihr könnt unser Freund sein, aber hütet euch davor, unseren Zorn zu erregen. Tut mir leid, mein Freund, aber ihr seid ein Ghoul und wir sind Abenteurer, also müssen wir euch umbringen. Und tut nicht so erstaunt, wir halten uns nur an die Spielregeln. Na, wir können sagen, wir sind mal Freunde. Ich will auch immer artig sein, versprochen. Ich werde dich immer helfen tun. Ja, ich hab genug davon. Korax, der Ghoul Schreckenszauber angewendet. Ich hab nichts leichter als das. Ja, ich hab einen Ghoul in meiner Truppe. Der wird übrigens aggressiv, wenn wir das Gebiet verlassen und wiederkommen. Deswegen verlassen wir nachher das Gebiet und... Hallo, Chartil. Halt, Reisende! Ich fordere euren besten Krieger zum Duell heraus. Halt, Reisende, ich fordere euren besten Krieger zum Duell, hat sie gerade gesagt. Sicher, wie sieht's mit den Regeln für unter Entlohnung aus? Wenn ich gewinne, bekomme ich 20 Goldstücke von euch. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass ihr mir überlegen seid, stelle ich mein Schwert in eure Diensten. Hört sich gut an. Wenn der Stärkste eurer Gruppe bitte vortreten möchte, ich kämpfe nur gegen Männer. Männer, die Frauen müssen sich also mit Zuschauen begnügen. Kommt nicht auf die Idee, irgendwelche Tricks anzuwenden. Wenn einer von euch in den Kampf eingreift, werde ich ihn auf der Stelle töten. Wie wär's damit, Dreckskerl? Was wollt ihr? Warum gerade Khalid? Wie wär's damit, Dreckskerl? Also wir greifen schon mal nicht in den Kampf ein, wir gucken einfach mal zu. Wie wär's? Okay, Khalid hat schon mal getroffen. Wie wär's damit, Dreckskerl? Aber so leicht gibt sie sich, glaube ich, nicht geschlagen. Wie wär's damit, Dreckskerl? Wie wär's damit, Dreckskerl? Oh, ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Dann halte ich mal ran, Khalid. Der trifft irgendwie nicht so gut. Wie wär's damit, Dreckskerl? Ich kümmere, denn ich verschwinde jetzt. Oh, ihr habt eine so gut wie erledigt. Oh, Khalid hat wieder getroffen. Jetzt hat sie schon mal 20 wegstecken müssen. Au. Und dafür hat jetzt Khalid einstecken müssen. Männer sind so armselig. Okay, wir haben verloren. Das war ziemlich erbärmlich. Wir haben 20 Gold eingebüßt. Besser geeignet ist. Und jetzt ist sie aggressiv. Ist gut. Weil Khalid sie weiter gehauen hat. Aber er sei so hungrig. Er muss jetzt essen. Er muss euch. Hat mich das Ruf gekostet? Nein. Das hat mir aber auch keine Erfahrung oder so gebracht. Na, das wollte ich eigentlich nicht. Kann ich nochmal laden? Wo hatte ich den letzten Quicksave? Ups. Nein. Verflixt. Gut. Kann ich euch behilflich sein? Was? Nichts leichter als das. Toll. Jetzt darf ich das Ganze nochmal machen. Und ich glaube, bevor wir diese Chartil nochmal herausfordern, Quick Save. Weil ich wollte sie nicht töten. Sie hat das Duell fair gewonnen. Aber ich habe nicht schnell genug geschaltet und habe Khalid gesagt, er soll aufhören, sie zu schlagen. Oder Khalid war einfach nur grummelig wütend. Was etwas untypisch für Khalid wäre. Deswegen, wir gehen mal ein bisschen oben entlang.
Warte, wir machen das jetzt hier so ein bisschen im Zickzack. Ja, beinahe unter meiner Würde. So, wir gucken mal kurz nach Norden. Jetzt hier können wir nämlich nach Norden gucken. Was wollt, nichts leichter als das. Okay, hier ist noch ein kleines Gebiet und wir können sogar ein Häuschen dort beinahe entdecken. Beinahe unter meiner Würde. Was? Beinahe unter meiner Würde. Aber wir schicken jetzt erstmal weiter Lisa vor. Nicht hier die Bären. Dummes, ich hab genug davon. Und wir können uns nicht im Schatten verstecken, weil kein Schatten da ist. Doch, da ist ein schattiger Baum. So, im Schatten verstecken ist gelungen. Das heißt, wir schleichen uns mal kurz durch die Bären durch. Gucken da kurz lang. Ja, gut. Und die Gruppe geht oben weiter. Was wollt ihr lang? Was wollt ihr gut? So, an den Bären sind wir vorbei. Man kann es ja mal versuchen. Ja, ich hab genug davon. Wenn niemand besser geeignet ist, du gehst zurück zur Gruppe. Oh. Der Bär ist versteinert, weil er versucht hat, einen Basilisk anzugreifen. Ja, aber man kann es ja mal versuchen. Ja, gut. Wieder ein paar Gnolltöter. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Ich hab genug davon. Es wollt nichts leichter als das. Noch mehr Versteinerte. Man kann's ja, ich glaube, wir versuchen erstmal wirklich die Basilisken auszuschalten, die hier noch rumlatschen. Genau, dich da. Wenn niemand besser geeignet ist. Oh, ich bin wirklich nicht im ganzen Herzen bei der Sache. Der rennt sogar weg. Vielen Dank. So, eine Halskette für uns. Gut. Und wir schauen weiter. Weil hier in dem Wald sind, glaube ich, noch ein paar Basilisken versteckt. Ich tue mein Bestes. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Und ganz ehrlich, Talisa einfach mal vorzuschicken mit Schutz vor Versteinerung. Übrigens hätten wir da noch einen sehr netten Frag der Spiegelaugen. Was? Nichts leichter. Den haben wir doch da, glaube ich, irgendwo. Oder auch nicht. Naja, ist egal. Die Gegengifte bräuchten wir übrigens nicht mehr. Die könnten wir bei Gelegenheit verkaufen. Tut mir ja fürchterlich leid. Aber ich werde euch wohl töten müssen. Wenn niemand besser geeignet ist. Jetzt kommt da wieder jemand, der uns töten will. Seid gegrüßt. Ich heiße Mutami. Hoffentlich gefallen euch die Kunstgegenstände, die meine hübschen Eidechsen angefertigt haben. Sie formen alles mit ihren Augen. Sie arbeiten an ihren Werken, wenn unangenehme Reisende vorbeikommen. Ja, ja, ich mag keine unangenehmen Reisenden. Die sollten auf der Straße bleiben. Bin nur ich das oder ist die Welt voller Verrückter? Also gut, ihr psychopathischer Dumm. Ich hoffe, ihr versteht das nicht falsch, aber wir sind an euren Steingarten wirklich nicht interessiert. Ihr mordender Psychopath, eure Eidechsen haben Leute umgebracht und wir werden nicht zulassen, dass wir weiter töten. Ihr werdet nirgendwo hingehen. Ihr werdet Teil des wundervollen Kunstwerks, das ihr vor euch seht. Ihr werdet ein Kunstwerk für immer und ewig. Was wollt ihr beinahe unter meiner Würde? Okay, ein Gnomenmagier. Ihr könnt ja wirklich versuchen zu versteigen. Ah, nein. Was immer ihr braucht. Genau das wollte ich nicht. Versteinert und dann auch noch zerstückelt. Letzter Quicksave. Ach, hier oben. Okay, ich sag euch mal was. Gut. Es ist Zeit für einen Cut. Also, ich speichere. Speichern LP 015. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wie wir einen verrückten Gnom vermöbeln, seine Eidechsen und dann auch noch
mal versuchen, gegen die andere im Duell zu gewinnen. Also, bis dann.